Der hat seit über ein Jahr die Login-Daten für mein scheiß E-Mail-Passwort und ich habe das nicht gemerkt. Ich bin gehackt worden und werde erpresst, ja, dass ich die Daten für meinen Brawl-Stars-Account rausgeben soll. Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt's wieder mal eine Folge. Oder eigentlich auch nicht, Leute, denn ja, ich bin ein bisschen zu früh gefreut. Leute, heute gibt es, es ist was Schlimmes passiert, wirklich. Denn Leute, ich bin gehackt worden und werde erpresst, ja, dass ich die Daten für meinen Brawl Stars Account rausgeben soll. Und ganz, ganz schlimme Nachrichten hat der Hacker geschrieben. Ich würde sagen, Leute, ich laber nicht lange, sondern ich zeige euch einfach mal genau, was passiert ist. So Leute, bevor ich jetzt euch das zeige, was passiert ist, würde ich mal sagen, fange ich einmal ganz kurz zu erzählen, um was es geht. Und zwar, ich habe meine E-Mails gecheckt, so wie ich das immer mache. Mein E-Mail-Konto ist mit allem verknüpft. Mein Brawl Stars Account war damit verknüpft. Mein Instagram ist damit verknüpft, mein YouTube-Account, eBay, Amazon, alles, was es Wichtiges gibt, ist damit verknüpft gewesen. Das heißt, der Hacker hat darauf Zugriff gehabt. Und ich habe das nicht gemerkt, sondern ich habe heute, habe ich ganz normal meine E-Mails gecheckt. Der hat auch nicht das Passwort geändert, habe ganz normal meine E-Mails gecheckt und ich habe eine E-Mail gesucht, die ich geschrieben habe, habe sie nicht gefunden. Geh dann mal so auf Gesendete, scroll runter und ich würde sagen, wir schauen einfach mal jetzt gemeinsam, um was es geht oder was passiert ist. So Leute, und zwar, wir sind jetzt gerade bei meinem E-Mail-Konto. Ihr könnt wahrscheinlich so ein bisschen gerade erkennen, dass ich auf meinem E-Mail-Konto bin. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ich zeige euch, um was es sich handelt. Also vorweg muss ich erstmal sagen, ich muss mich bei allen meinen Fans entschuldigen, die solche Nachrichten bekommen haben. Wie gesagt, ich bin das nicht gewesen. Jeder, der dort beleidigt worden ist und auch egal, was gesagt wurde, sind schlimme Beleidigungen gefallen. Ich möchte mich davon komplett distanzieren. Ich war das nicht. Mir tut es wirklich leid an jeden, der beleidigt worden ist. Und an den Hacker, also wenn du das hier siehst, also du bist ein richtiges Arschloch. Also ganz ehrlich, Leute, jetzt seht ihr auch gleich, dass da nichts gefaked ist oder nicht wieder ein Prank oder irgendwas ist. Denn es ist über lange, lange Zeit ging das. Und zwar, es hat angefangen, wir schauen einfach mal gemeinsam. Wir scrollen mal ein bisschen weiter nach unten. Und zwar, es hat angefangen am 25.06.2020. Ihr seht mal kurz die Nachricht. So, die wurde geschrieben von, das ist meine E-Mail-Adresse, die obere. Die sieht jetzt ein bisschen zensiert, aber das ist von, kam von mir, die Nachricht. Und ging an den Kollegen hier. Und da hat der geschrieben, also jemand in meinem Namen, also mit meinem E-Mail-Adresse, mit meinem Konto, du Pumpo, ich deine Mutter. Also ich kann das jetzt gerade nicht genau zeigen, weil das muss zensiert sein, sonst ist ja Beleidigung so, dann kriege ich nachher noch Probleme. Und es wurde geschickt von meinem Android-Handy, ja. Und ich habe kein Android-Handy. Ich besitze keine Geräte, ich habe nur Apple. So, das war die erste Nachricht. Dann ging es weiter. Am 25. hat er geschrieben, scheiß Kind. Ihr seht es wieder, ging wieder von meiner E-Mail-Adresse. Das heißt, jemand hat mit meinem E-Mail-Konto diese Nachricht an die Person geschrieben, weil es geht gesendet von meiner E-Mail-Adresse an. Scheiß Kind hat er geschrieben. Da hat ein Fan mir geschrieben, am 25.06.2020 hat er geschrieben, um 21 Uhr, hallo Mann. Marvin, du hast gesagt, dass du eine neue Nummer hast und wir dir schreiben sollen, wenn wir deine neue haben wollen. So Leute, jetzt gibt es noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung, denn ganz wichtig, zwei wichtige Sachen habe ich für euch, Leute. Unser Song Highscore von Pookie und mir, Leute. Richtig geil, Leute. Streamt den Song und checkt den Song unbedingt ab, Leute. Geht auf Pookie seinen Kanal. Streamt den Song über alles. Ist geisteskrank und eine noch wichtigere Sache, Leute. Unser Merchandise, der Iceboxer ist am Start. Oh mein Gott, den gibt es einmal im Bundle. Ihr seht die ganzen Sachen, die alle gerade eingeblendet sind. Da gibt es zwei Varianten. Sehr, sehr nice. Checkt ihn ab. Geht auf www.scheißboxer.shop, Leute. Seid schnell, Leute. Der ist ultra schnell ausverkauft. Gönnt euch unser Merchandise, meine Freunde. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Das stimmt. Ich hab nämlich auf Instagram, also auf meiner alten Handynummer, habe ich nämlich das in meinem Status drin. Und der hat das an meine Business-E-Mail-Adresse geschrieben. Und daraufhin hat die Person, also der Hacker, hat geschrieben, nein, kann ich, du, ich dich. Ihr wisst schon, das H-Wort und dann ich, also fick da dich. Also, Leute, ich kann das gar nicht ganz aussprechen, aber das hat er geschrieben. Dann gehen wir weiter, hat er weitergeschrieben, wieder am 25. hat der Kollege, also hat der Hacker den wieder angeschrieben, also die gleiche Person, hat geschrieben, deine Mutter. Ihr seht es ja auch gerade hier. Und da könnt ihr auch nochmal sehen, Leute, ihr seht es gerade. Und das war meine Antwort darauf. Also war ja nicht ich. Dann die nächste Nachricht, die ich geschrieben habe. Also nicht ich, aber die Person. Ihr seht es gerade, hat geschrieben, also hat der geantwortet, hat geschrieben, halt deine Fresse und gib mir deine Telefonnummer. Hinzufügen kannst du kleiner Wix. Ihr wisst eh schon. Das hat er geschrieben. Und dann hat der Junge geantwortet, wieso beleidigst du mich? Ich gucke immer deine Videos. Du hast
meinen Kommentar ein Herz gegeben. Ich heiße da Crazy Mert 44. Aber dass du ein 12-jähriges altes Kind die Mutter beleidigst, obwohl er nur was gefragt hat, das ist ehrenlos. Ich dachte, du wärst nett, warst sogar mein Lieblings-YouTuber, hab dich sogar abonniert. Also ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, Crazy Mert 44, ich gehe gleich mal auf deinen YouTube-Kanal, das können wir jetzt auch einfach mal gemeinsam machen. Es tut mir unfassbar leid, dass die Person das geschrieben hat. Wie gesagt, ich war das nicht. Und mir tut das auch ultra leid, wirklich. Also mir tut es echt leid. Das ist der. Der hat zuletzt geschrieben, vor einem Jahr, hat er irgendwie Instagram hinterlegt. Nee, hat er nicht. Ich würde sagen, schreib ihm mal eine Nachricht. Also wenn du das hier siehst, melde dich mal bei mir. Mir mal bitte auf Instagram. Ich habe mal einen Kommentar geschrieben. Das muss der hier gewesen sein, der mich abonniert hat. So, wir schauen weiter. Dann ging die Nachricht weiter. Also hat weiter jemand auf meinem Namen mit dem Jungen geschrieben und hat ihm eine Nummer geschickt. Ich kann diese Handynummer jetzt nicht einblenden, aber der Junge, der Crazy Mert, denkt jetzt, dass das hier meine Handynummer ist. Aber das ist nicht meine Nummer. Ich, wie gesagt, ich habe das nicht geschrieben. Ich war das nicht. Ich würde niemals sowas schreiben und vor allem nicht so eine Rechtschreibung. Wir schauen einfach mal weiter, um was noch so passiert ist. Dann hat der Junge wieder geschrieben: Ich tue nicht aufhören, sag deine Supercell-ID. Das heißt, er hat in meinem Namen die Person erpresst und will die Supercell-ID von ihm haben. Wie gesagt, wir sind immer noch beim Crazy Mert, mit dem wir gerade schreiben. Und es geht noch weiter. So, das ist die letzte Nachricht, die der Crazy Mert jetzt von uns bekommen hat. Und war nämlich, hat jemand in meinem Namen geschrieben: Ich wollte dich pranken, ich mache ein Video. Und der Junge hat ja die Nummer bekommen. Und dann hat der Crazy Mert geschrieben: Dankeschön, nett von dir. Also, der denkt jetzt, dass ich das bin, aber ich war das nicht. Ihr seht, Leute, ihr seht es ja gerade selber. Das ist alles nicht gefaked. Das sind E-Mails, ihr seht es hier links. Wir sind auch im letzten Jahr. Das geht weiter. Das geht dieses Jahr auch noch weiter. So, wir schauen weiter. Dann wurde ein Elias angeschrieben. Und da hat jemand, der Elias, ich kann nicht sehen, was er geschrieben hat, aber er hat geschrieben, also die Nachricht kam vom iPhone geschickt, hat er mir am 26.06. um 9:30 oder um 10:30. Ihr seht es gerade selber. Und ich habe darauf geantwortet. Ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Ich sehe das hier nicht mehr. Wie gesagt, der Hacker, hat ihn angeschrieben. Hallo, ich, deine Familie, Arschloch. Ihr seht es gerade eh selber. Das hat er geschrieben. Und wie gesagt, hier oben sieht man auch, dass das von mir kam. Ja, tut mir natürlich ultra leid. Wir gehen weiter, gucken weiter. Dann kam der Nächste, der mich angeschrieben hat und hat geschrieben, kann ich deine Nummer, auch das auf meine Business-E-Mail-Adresse geschrieben. Also auf die, wo der Hacker zugefahren. Und da hat hier wieder der Hacker geantwortet, du kannst im Kloputz-Simulator meine Handynummer haben, du Arschloch. Auch wenn das vielleicht lustig rüberkommt, aber das ist ultra Rufmord, ey. Ich will gar nicht wissen, was die Leute, das sind ja richtige Fans von mir gewesen. Wahrscheinlich gucken die mich nicht mehr, dass die sowas sehen. Das heißt, wenn jemals Hate über mich gesagt wurde, macht es, verbreitet dieses Video, dass die Leute sehen, ich war das nicht, ich habe das nicht gesehen. Tut mir leid. Wir gucken weiter, nächste Antwort. Dann gab es noch mehr E-Mails. Wir können, wie gesagt, sind alles E-Mails, die angeblich ich geschrieben habe. Hier hat jemand geschrieben zu einem Fan, das Wort mit S, ihr wisst schon, drei Buchstaben, mach mit mir und lutsch ihn. Ich weiß nicht, was meine Fans denken, aber das ist ja wohl unfassbar. Dann wieder, das Wort mit S, mit mir und ihr wisst schon, sie und sei schwul. So, ich kann das, wie gesagt, gerade nicht alles sagen, was da geschrieben wurde. Ich glaube, dass Puki seine Freundin mit gemeint. Hier hat wieder jemand geschrieben an die Person, ich kenne ihn nicht, wie gesagt, hat geschrieben, also ich sag's jetzt einfach mal, dich, du liebst Elena, du HS. Das geht natürlich auch überhaupt gar nicht, es tut mir ultra leid, das sind irgendwie ganz andere Leute, die damit nichts zu tun haben. Dann den Nächsten, der angeschrieben hat, du HS. Dann weiter, ich F dich, ihr wisst schon. Dann danke, da hat er jemand geschrieben mit der Supercell-ID, hat er geschrieben Sexy Baby. Und hier zum Beispiel auch mit Fortnite, so, das ist unfassbar, das sind so viele Menschen, die das abbekommen haben. Und das sind alles noch, guck mal hier zum Beispiel, die Nachricht, ihr seht es ja gerade selber, ihre Nachricht wurde am 24.09.2020, also letztes Jahr, um 12:59 Uhr gelesen, so an dem Yannick hier. So, dann gehen wir mal kurz weiter, Leute, dass ihr auch seht, das ist noch von diesem Jahr. Hier haben wir eine Nachricht vom 20. September 2021. Das heißt, dieses Jahr, der hat seit über ein Jahr die Login-Daten für mein scheiß E-Mail-Passwort und ich habe das nicht gemerkt. Und jetzt merke ich das erst, schreibt der, ja heul doch, du Opfer. Ihr seht gerade selber, da hat mich ein Fan angeschrieben am 11. September. Hi Marvin, ich bin dein Follower, du wurdest auch gehackt von jemandem. Ich könnte kotzen, Alter. Ich könnte so kotzen, Mann. Ich muss hier alles ändern. Also wenn ihr dieses Video seht, ist es alles bis dahin geändert. Jetzt gerade noch nicht, aber gleich ja. So, Leute, das war die letzte Nachricht, die er geschrieben hat. Wie gesagt, ich kann nur sagen, ich muss mich bei allen Fans entschuldigen, die solche Nachrichten bekommen haben. Es tut mir unfassbar leid. Wirklich, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Tut mir bitte einen Gefallen. Tut mir echt einen Gefallen. Verbreitet dieses Video. Ihr müsst da keinen Daumen oben geben. Von mir aus könnt ihr dieses Video auch mit Adblocker gucken. Ich will damit kein Geld verdienen. Also nicht extra. Aber teilt es, dass jeder sieht, dass ich nicht so ein Mensch bin. Es tut mir unfassbar leid. Wenn ihr YouTube-Kollegen habt oder Freunde, teilt bitte dieses Video, dass jeder sieht, ich mache sowas nicht. Es tut mir unfassbar leid, dass solche Nachrichten an Leute gehen. Wirklich, es tut mir leid. Wie gesagt, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Dankeschön und ciao und bis dann, Chocokos und tschüss mit Öl.